Powered by Steam, mehr als Eisenbahn, das ist ja unser Motto. Aber was ist denn mehr als Eisenbahn? Mehr als Eisenbahn ist es dann, wenn es Geschichten sind, die sich erzählen lassen. Und heute zeigen wir euch dazu etwas, und zwar mit der 01531 bei einem der legendären Plandämpfe in den 90er Jahren. Dafür haben wir uns Unterstützung geholt und deshalb spricht jetzt niemand Geringeres zu euch als der damalige Veranstalter, Robin Gahn. Ein lauer Abend in Berlin. Wir schreiben den 24. Mai 1995. Das war ein Mittwoch. Der Bahnsteig A im Bahnhof 2 füllt sich zusehends. Viele Reisende, ein langes Wochenende vor Augen, morgen ist Christi Himmelfahrt, warten auf die Bereitstellung des Nachtzuges nach Basel. Deshalb wird er heute um einen Wagen verstärkt. Unter den Fahrgästen rotten sich allerdings an der Bahnsteigspitze etwa 80 bis 90 merkwürdige Gestalten, von denen eine gewisse nervöse Vorfreude ausgeht. Für sie wird D358 um einen zweiten Wagen verstärkt. Die Stadtbahn in Berlin ist seit September vergangenen Jahres gesperrt. Also werden die Leerreisezüge von Grunewald aus rückwärts in den Bahnhof Zoo geschoben. Da kommt die Garnitur langsam mit Liegewagen, Sitzwagen erster Klasse, fette DSG-Schlafwagen in Blau, einen ganzen 11 Wagen und davor züngelt die 015. Viele Reisende haben das nicht geschnallt, waren hinten in der Bahnhofshalle oder am anderen Bahnsteigende. Wir Plandampfer, viele Briten darunter, waren indessen aufgeregt und gespannt. Wir wussten, dies wird der letzte Regel-D-Zug sein, den eine Schnellzugdampflok im Bahnhof 2 übernimmt und abfährt. West-Berlin verlassen wird. Um 21.21 Uhr gellt der Abfahrtspfiff und die Saalfelder 01-1531-1 nimmt langsam Fahrt auf vor 496 Tonnen Wagenzuggewicht und hämmert durch die Häuserschluchten Charlottenburgs in den Abend. Jetzt merken es auch die normalen Reisenden, dass heute etwas anders ist. Nächster Halt, Berlin-Wannsee. Kontrolle des Triebwerks. Das rechte Treibstangenlager wird wieder wärmer als üblich. War auf der Hinfahrt mit dem Basler Gegenzug auch schon so. Haben sie tagsüber im BW Grunewald ausgebaut und ausgeschabt. Lokführer Udo Seifert fährt deswegen etwas verhalten. Nicht mehr als 12 Atmosphären im Schieberkasten. Verstohlen zeigt er mir, was er in seiner Jackentasche bei sich trägt. Und zieht es heraus. Ein Hufeisen als Glücksbringer. Also, auf geht's, in die Nacht, Halle. Also, den Lokwechsel erreichen wir verspätet, aber unversehrt und euphorisiert.